Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Amirana, ich grüße dich. Das ist jetzt dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das bleibt so und zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist dein Seelenplan. Also hier ändert sich nichts. Was sich aber ändert, das bist du und du machst Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren bewegen wir uns auf einen anderen Boden, anderen Themen sind wichtig, anderen Eindrücke haben wir, lernen wir etwas anderes und bei dir beginnt gerade die Fischenperiode. Das heißt, in den kommenden Jahren bist du in dieser Zeitqualität und lernst einiges von Tierkreiszeichen Fischen und das ist deine Kreativität, deine Träume verwirklichen. Vorausgesetzt ist, dass du glaubst daran und denk immer auf den beiden Fischen und auch auf deinen Gefühlen. Immerhin, die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Und die eine Richtung ist die Angst und Zweifel, das blockiert immer alles. Und die andere Richtung ist das Vertrauen, deine Träume zu leben und davon überzeugt zu sein, daran glauben. Und hier lernst du in den kommenden Jahren Vertrauen, das Fluss des Lebens. Nicht nur du bewegst dich in dein Leben, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung ist das etwas anderes, weil die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Aber bevor ich das starte, wo sich die Planeten bewegen, noch ein Blick auf den Geburtshoroskop. Diese Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist deine Persönlichkeit, Werte und Finanzen, dich durchsetzen oder lernen, dich behaupten im Schule des Lebens, dein Zuhause oder ein Basis, ein Fundament in dein Leben, was dir Halt gibt. Dann die Arbeit und Gesundheit. Wichtig ist noch Anerkennung, Ansehen, Öffentlichkeit und Liebe, Partnerschaft. Und jetzt die Planeten und die beiden Lichter, Sonne und Mond. Sie bewegen sich auch und diese Bewegung löst etwas aus im Horoskop. Diese Bewegung nennt man Transit. Ich starte mit Mai 2019.
Anfang Mai befindet sich Sonne noch im Widder, dann übergeht im Stier. Aber ich zeige so, wie das der Anfang des Monats ist. Das heißt, Sonne ist im Widder und das ist die Monatsthema. Und das bedeutet bei Widder-Eigenschaft hier ein Neuanfang. Und hier im 12. Lebensbereich die Geheimnisse des Lebens zu erkennen, aber auch die Kraft zu haben, etwas verändern oder einen Neuanfang starten. Aber damit du diesen Mut hast, brauchst du immer wieder diesen Rückzug. Uranus befindet sich auch im Widder und das heißt, das bringt die Umbrüche und Veränderungen in dein Leben. Das kann aber auch bedeuten, dass du ein bisschen Angst hast vor diesen Veränderungen und du ziehst eher zurück, bevor du wirklich diesen Mut hast, das auch zum Wagen. Wichtig wäre aber wirklich, das in Tat umzusetzen. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt. Und mit Mars-Energie setzen wir auch durch im Leben. Mit Mars können wir uns auch wehren. Diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Mars ist aber männlich. Im Geburtshoroskop bedeutet das der Partner. Aber bei diesem Transit, bei dieser Bewegung kann auch einen anderen männlichen Person oder sogar Personen sein. Das kann ein netter Nachbar sein, ein guter Freund oder ein männlichen Person vom Verwandten oder ein Anwalt oder ein Arzt oder ein Beamter, wie auch immer, Handwerker, ein männlichen Person. Mars bewegt sich im Mai im Stier. Die Mondknoten brauche ich noch bei dieser Bewegung, also das nehme ich mal hier weg. Mars ist hier im Stier. Und das bedeutet, du hast den Zügel in Hand und setzt du etwas in Bewegung. Oder du achtest auf dein Aussehen und machst du Sport. Das gehört auch zum Mars-Energie. Kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzt oder dich wehrst in dieser Zeit. Möglich ist auch, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder sogar auf dein Aussehen. Rahu, dieser Drachenkopf, aber auch Ketu, dieser Drachenkörper, beide Mondknoten, bewegen sie sich auch. Deswegen nehme ich das von Geburtshoroskop mal weg. Ich habe keine zweite Karte dazu. Also zeige ich diese Bewegung. Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele gerade braucht, als sich zum Entfalten oder Lernen. Dieser Kopf befindet sich in Zwillingen. Dieses Jahr und 2020 auch noch, also 2 Jahre lang, ist hier in Zwillingen. Und deine Seele sucht diese Richtung, weil in diesen 2 Jahren brauchst du das. Zu deinen Werten zu stehen, wertvollen Dingen in Besitz zu nehmen, aber nicht festhalten und um die Finanzen kümmern. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter ist noch rückläufig. Diese Rückläufigkeit bremst. Wenn du vorhast, etwas vermehren, das heißt, Jupiter vermittelt dir, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Du sollst es noch warten, vielleicht kommt was Besseres, was Größeres. Oder sollst du noch etwas überlegen oder überprüfen. Diese Rückläufigkeit kann auch Vergangenheit oder karmischen Themen auch aktivieren.
Jupiter ist in Skorpion und das hast du hier in Partnerschaft. Jupiter bringt aber Chancen, Möglichkeiten und Glück. Saturn ist der Planet der Schicksal, beeinflusst unserem Schicksal, belehrt uns auch. Saturn ist auch der große Lehrmeister und Saturn hütet den Karma. Saturn ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bremst etwas. Wenn das um schicksalhafte Veränderungen geht, dann zeigt diese Rückläufigkeit nicht so schnell handeln. Du sollst noch abwarten, bis ein besseren Zeitpunkt kommt. Oder du sollst noch etwas überprüfen, nachdenklich zu sein. Lass noch Zeit, überstürze nichts. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass hier um karmische Themen handelt. Saturn bewegt sich im Schütze, hier im achten Lebensbereich. Es sind hier Themen Wandlung oder Loslassen, von etwas verabschieden, kann auch erbschaftliche Situation sein. Und auch Thema Finanzen, um die Finanzen kümmern, Investitionen, das in Ordnung zu bringen. Aber das sind die Ämter wie Finanzamt oder Versicherungen oder Investitionen. Pluto ist auch hier, auch rückläufig und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, alles andere loslassen. Pluto steht auch zum Sexualität, genauso wie die achten Lebensbereich ist. Das kann auch ein Thema sein, Hemmungen loslassen, befreit fühlen. Pluto ist auch hier im Schütze, auch rückläufig. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Oft sind es karmische Themen. Und Ketu ist auch hier im Schütze. Und bleibt Ketu dieses Jahr und nächstes Jahr hier im Schütze. 2 Jahre lang hier im Schütze. Dann kommen auch noch Schütze-Themen dazu, wie Ausland, Auslandskontakte oder Religion, Glaubenssätze, woran glaube ich, kann ich das vertrauen, all diese Themen. Saturn befindet sich im Mai exakt auf diesem Knoten, aktiviert karmischen Themen. Pluto nähert sich, ist schon im Wirkungsbereich. Nächster Monat erreicht auch hier diese Knoten und sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Das heißt, sie wirken dann auch zusammen, das kommt dann im Juni. Aber sie nähern sich. Pluto ist schon da und da wird die Vergangenheit alten karmischen Themen aktiviert. Neptun lässt unsere Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Neptun ist hier im Wassermann und das heißt Öffentlichkeit, Anerkennung, Respekt und Berufung oder Zielerreichung, diese Träume zum Verwirklichen. Merkur und Venus ist im Fischen und aktiviert hier Themen, deine Wünsche, das Lernen. Bei Venus Energie kann bedeuten, dein Wunsch ist die Liebe, Partnerschaft oder dein Wunsch ist deine Weiblichkeit, deine Kreativität, Leben. Möglich ist auch, dass hier Kontakte hast mit Freunden und bei Venus Energie ist das eine weibliche Person oder mehreren. Das kann auch eine Gruppe sein, wo ihr Frauen trifft. 4. Mai ist schon vorbei, 12. Mai auch. 4. Mai war Neumond, 12. Mai war Halbmond und jetzt kommt 18. Mai.
18. Mai ist Vollmond im Waage. Und Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet. Da sollen wir hinschauen, da die Augen öffnen. Und das ist die Waage. Und da sind Waage-Themen. Und hier hast du den Waage. Waage-Themen wie Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Bedeutet auch inneren Gleichgewicht und Harmonie, Schönheit, Kreativität und auch Partnerschaft. Und Themen kommen dazu wie Arbeit und Gesundheit. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Halbmond ist immer Spannung, löst Spannung aus. Und das hier im Steinbock. Wenn du Ziele hast, dann fangst an daran zum Zweifeln, ob du überhaupt die Kraft hast, das zum Erreichen, oder kommt Ungeduld dazu. Diese Spannung kann auch auf einer Reise sein. Juni. Venus befindet sich im Widder. Im 12. Lebensbereich ist die Rückzug. Und das kann bedeuten, dass du das nicht zutraust, dieser Veränderung oder Neuanfang, und bist im Rückzug. Kann auch bedeuten, dass die Liebe ist geheimnisvoll, da sind deine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse, und möglich ist auch, weil hier auch die geheime Feinde auch sind, dass eine weibliche Person nicht unbedingt gut gesinnt ist zu dir. Aber es läuft alles im Geheimen. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist dein Selbst. Und bei Merkur handelt es sich um Kontakte, Gespräche, das vermehrt sich, oder das sind so persönliche Gespräche. Mars ist in Zwillingen, und das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt um die Finanzen, kann auch bedeuten, dass du einen Impuls bekommst und schnell handelst und vielleicht sogar unüberlegt Geld ausgibst, oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Werte, Wertschätzung oder Finanzen. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass ein Planet bremst etwas. Oft haben wir das Gefühl, es geht nichts voran oder kommen Verzögerungen. Rückläufigkeit kann auch karmischen Themen bedeuten, das ist immer mit Vergangenheit was zu tun, oder das, was wir im Frühjahr, nicht nur am früheren Leben, das wäre karmisch, sondern auch Vergangenheit, was wir erlebt haben in Vergangenheit. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Das kann bedeuten, dass hier Erinnerungen hast, was dich früher enttäuscht hat. Neptun kann auch täuschend wirken. Nicht, weil dieser Neptun diese Energie hat, sondern das wird oft missbraucht. Oder kann auch bedeuten, deine Kreativität, und kommen diese Erinnerungen, dein Talent, Fähigkeiten, all das, was in früheren Leben schon gemacht hast, das in die Öffentlichkeit bringen, dein Berufung leben, das kann Neptun auch auslösen bei dieser Rückläufigkeit. Aber wenn du deine Träume hast, die Rückläufigkeit bedeutet, das überleg nochmal, ist es gut für dich oder vielleicht gibt es etwas Besseres. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Hier im Stier sei zurückhaltend oder mach Gedanken über deine Persönlichkeit, dein Aussehen oder dein Auftreten. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Halbmond ist Spannung. Das kann bedeuten, dass alle sind so hektisch, und das tut dir gut, mal zu Hause bleiben und dich erholen. Kann aber diese Spannung auch zu Hause sein oder eine kleine Reparatur.
17. Juni ist Vollmond in Skorpion, hier im Bereich Partnerschaft. Das wird beleuchtet, da genau hinschauen. 25. Juni ist Halbmond im Fischen und das ist hier im 11. Lebensbereich und das bedeutet, entweder hast du deine Wünsche und dann fängst an zweifeln daran oder Spannung in Freundeskreis, Bekanntenkreis. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Werte und Finanzen. Bei Venus bedeutet, dass du damit bewusst sein sollst, wie wertvoll bist du als Frau. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Oder durch die kreative Arbeit kommt Geld rein. Das natürlich ist auch möglich. Mars und Merkur ist im Krebs. Es sind Gespräche und das ist eine männliche Person im Verwandten, in Nachbarschaft oder über Schulungen oder Medien. Das kann auch Internetbekanntschaft sein. Kann auch bedeuten, dass hier Gespräche gibt. Und mit Mars-Energie musst du dich wehren, dich behaupten, dich durchsetzen. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Das kann auslösen, dass du hier Gespräche hast oder Schulungen und das bremst etwas oder verschiebt sich diese Prüfung oder dieser Termin. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, das heißt, halte den Geld zurück, sei nachdenklich über Werte und deine Finanzen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das ist hier Spannung, entweder mit den Kindern oder du solltest das Leben genießen, ein bisschen Lebensfreude und es ist alles so streng und es klappt nicht. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Das ist der Bereich Erbschaften oder von etwas verabschieden. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, da ist wieder die Spannung, dasselbe Thema, wenn du Wünsche hast und zweifelst daran oder Spannung in einer Gruppe oder mit Freunden. August. Merkur ist in Zwillingen. Und das kann bedeuten, dass du hier Termine hast oder Verträge und das hat mit Finanzen was zu tun. Oder kaufst ein Buch und gibst Geld aus oder durch Handlungen kommt Geld rein. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Und hier ist die Monatsthema, dich durchsetzen gegen Konkurrenten oder Rivalinnen. Bei Mars, Venus kann auch die Liebe sein, das sind die beiden Liebesplaneten. Mars ist das männliche, Venus ist die weibliche, ist auch Monatsthema. Das ist alles in die vertraute Umgebung. Das kann auch sein, dass im Verwandte kommt eine Einladung oder bist du in einer Schulung. Und da begegnest du die Liebe. 12. August wird Jupiter direktläufig. Und das bedeutet, hier in Skorpion, es geht alles voran in die Liebe, Partnerschaft und hast du auch Glück. 12. August wird Uranus rückläufig. Und das heißt, wenn das um Veränderungen geht, dann ist besser noch abwarten, noch etwas überprüfen und untersuchen die Ursache an etwas oder zurückhaltend sein. Das sind auch noch Geheimnisse, das sollte man auch sehen. 1. August ist Neumond im Krebs
Und das bedeutet Nachdenklichkeit oder Rückzug, Rückzug von Familien, nicht so viel Informationen ausgeben. Siebte, das kann auch bedeuten, nachdenklich sein über eine Schulung. Und jetzt kommt siebte. 7. August ist Halbmond im Waage. Das ist Spannung im Alltag oder in Arbeit. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Vollmond bedeutet, das wird beleuchtet, genau dahin schauen, das ist Zielerreichung, das ist Steinbock-Energie oder Reisen, Spiritualität. 23. August ist Halbmond im Widder. Halbmond ist Spannung, also ist besser zurückhaltend sein, da die Ruhe bewahren, im Ruhe liegt auch die Kraft. 30. August ist Neumond im Löwe. Neumond bedeutet Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit und das in dein Zuhause. In diesem 30. August, in diesem Neumond, wird Mond von Regulus bestrahlt und das ist dieser königliche Stern, der Stern der Königin, der Herz der Löwen, das kann auch eine Herzensangelegenheit sein. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur ist alles im Löwe. Ganz viel Energie fließt hier und das hat mit deinem Zuhause was zu tun. 19. September wird Saturn direktläufig und das hat einen großen Einfluss auf unserem Leben, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Bis dahin ist rückläufig, das bremst etwas. Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt, schicksalhafte Entscheidungen zu treffen, schicksalhafte Veränderungen oder hängt viel noch mit der Vergangenheit zusammen und dann plötzlich dreht sich die Richtung und geht alles voran und das hier im Schütze. 6. September ist Halbmond in Skorpion, Unsicherheit, was die Liebe betrifft oder Spannung in die Liebepartnerschaft. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Das wird beleuchtet, den Thema. Und das ist hier, was für dich wichtig ist, Anerkennung zu bekommen, Ansehen, deine Ziele erreichen, die Öffentlichkeit, Berufung. 22. September ist Halbmond im Stier. Das ist Unsicherheit hier im Stier, entweder was die Besitz betrifft oder die Neigung, etwas festzuhalten. Stier löst manchmal auch Eifersucht aus. 28. September ist Neumond im Löwe. Rückzug, Nachdenklichkeit über die Wohnsituation. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten und hier bei Jungfrau ist die Heilung oder etwas bereinigen im fünften Lebensbereich, dann auch die Lebensfreude, aber kann auch Kontakt sein mit Kindern und das ist weiblich, männlich, ist das natürlich auch möglich. Und das ist auch die Monatsthema, außerdem die Kreativität. Und Merkur ist im Waage, das heißt Gesprächen, Terminen, eventuell Vertrag, betrifft die Arbeit oder die Gesundheit. Das kann auch Arzttermin sein. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, eine gewisse Spannung mit Ämtern oder es ist schwierig, etwas loslassen, verabschieden. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Das ist die Klarheit über deine Wünsche oder klar und deutlich erkennen, wen kannst du vertrauen im Freundeskreis oder wen kannst du nicht vertrauen. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen.
Spannung, was die Werte betrifft und Finanzen, in diesem Tag auf dem Geld aufpassen. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, Rückzug, Nachdenklichkeit über die Kindheit oder über Kinder. November. Mars bleibt im Jungfrau und das kann ein Kind sein und dieser Kind ist männlich oder ein Mann in dein Leben, der dir Lebensfreude schenkt. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist die inneren Gleichgewicht und Harmonie und Liebe und Gerechtigkeit und in diesem Lebensbereich kommt noch die Arbeit und Gesundheit dazu. Und Merkur, Venus ist im Skorpion, Gespräche über Liebe oder Nachricht. Und das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass meldet sich jemand von Vergangenheit. Ab 21. November ist Merkur direktläufig. Diese Rückläufigkeit von Merkur, entweder das meldet sich jemand von Vergangenheit oder du hast einen aktuellen Partner und er spricht gerade nicht. Ist auch, kann so etwas auch auslösen. 28. November wird Neptun direktläufig. Neptun hier, wo um Öffentlichkeit geht, Anerkennung oder Zielerreichung oder Berufung. Und ab diesem Zeitpunkt bewegt sich etwas und kannst deine Träume, deine Kreativität verwirklichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung im Ausland oder was die Glaubenssätze betrifft. Wenn du etwas glauben willst und dann in diesem Tag neigt man dazu daran zum Zweifeln. 12. November ist Vollmond im Widder. Das heißt, du öffnest den Augen um die Geheimnisse. 19. November ist Halbmond im Krebs. Spannung mit Verwandten. Oder du musst dich behaupten, durchsetzen gegen Konkurrenten. Und Krebs neigt dazu, sich zurückziehen, besonders dann, wenn man sich verletzt fühlt. 26. November ist Neumond im Waage und das ist eher die Nachdenklichkeit. Wie bewältigst du den Alltag? Was möchtest du beruflich erreichen oder gesundheitlichen Themen? Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Und das kann ein Gespräch sein mit einer männlichen Person. Entweder über die Arbeit oder im Arbeitsplatz, aber kann auch ein Arzttermin sein. Oder Begegnung mit einer männlichen Person im Bereich Arbeit und das kann auch sein Arbeit sein. Und mit Merkur ist Terminen oder Gesprächen. Sonne ist im Skorpion und das heißt, Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft und Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ein ganzes Jahr hier im Schütze und bringt dir Glück. Und Venus ist auch hier. Und das bedeutet für dich, die Venus-Energie, dich als Frau bewusster wahrnehmen und das ist eine Art Transformation, die Veränderung, dass du als Frau dich änderst oder kommt in die Liebe, Partnerschaft mehr Leidenschaft
Möglich ist auch, dass hier um rechtliche Lage handelt, wie eine erbschaftliche Situation, und Jupiter und Venus bringt dir dabei auch Glück. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Das ist Spannung, und hier ganz oben löst aus, dass du das Gefühl hast, du bist übersehen, du bekommst zu wenig Anerkennung, Unsicherheit. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Thema wird beleuchtet, und das ist deine Persönlichkeit oder dein Auftreten. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, wieder Spannung. Jeder Halbmond ist Spannung. Kann bedeuten, dass alle sind nervös und hektisch und du bleibst lieber zu Hause und bewahrst deine Ruhe. Kann auch sein, dass in Wohnsituation ist eine kleine Reparatur oder irgendwelche Spannung ist da. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Und das sind Nachdenklichkeit, was sollst du verändern, loslassen oder wie regelst du die Finanzen. Januar 2020. Mars ist im Skorpion und das ist eine männliche Person und er hat einen Einfluss auf die Liebesleben. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Wandlung, Loslassen, Finanzen, Erbschaften, und Venus ist im Steinbock. Und das kann bedeuten, dass du eine Reise schön findest oder Liebe im Ausland oder dass du mit deinem Partner einen schönen Liebesurlaub machst oder hast du Kontakt im Ausland mit einer weiblichen Person oder lebst du die Spiritualität und Kreativität. Februar. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Ausland, Bildung, Spiritualität. Venus, Merkur ist im Wassermann. Das kann Gesprächen sein mit einer weiblichen Person und das steht in Öffentlichkeit oder in Unterstützung deiner Berufung leben oder bedeutet diese Venus-Energie, dass es alles schön ist gerade und bekommst du Anerkennung, auch als Frau wirst du wahrgenommen. Oder lebst deine Kreativität in Arbeit und Mars ist im Skorpion. Also bleibt im Skorpion, das hat sich nichts verändert. März. Venus ist im Widder. Venus bewegt sich relativ schnell und schon hier im Widder. Das kann auch bedeuten Geheimnisse in die Liebe oder eine geheime Feind, und das ist eine weibliche Person, kann auch bedeuten. Saturn und Pluto übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lang hier im 9. Lebensbereich. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger. Und Sonne, Merkur ist im Wassermann.
Monatsthema ist Öffentlichkeit, Anerkennung, Respekt zu bekommen, Zielerreichung. Und April 2020 Venus ist im Stier und das heißt, du achtest auf dein Äußeren und du bist als Frau wahrgenommen, du hast diese Ausstrahlung, diese Auftreten. Mars ist im Steinbock. Und das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt, organisierst etwas und das hat mit Reisen oder Spiritualität was zu tun oder Prüfung, Bildung. Aber ist auch möglich, und das würde ich eher behaupten, Kontakt mit einer männlichen Person und er kommt aus Ausland oder Auslandsbegegnungen oder er ist gerade auf einer Reise und Sonne Merkur ist hier in Fischen. Monatsthema ist deine Wünsche und lernst mit deinen Wünschen umgehen, dass du daran glaubst oder hast du Kontakte, Gespräche im Freundeskreis oder mit einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen. Liebe Amirana, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Und ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.